Was geht ab, Marusi Fighter, Osiris hier. Und heute machen wir die neueste Stage des Vegetto Blue Events Super 2 natürlich. Schauen uns kurz die ganzen Informationen an. Zumal sie, also die Questbedingungen, was heißt Quest, Eventbedingungen fast gleich geblieben sind. Wir kämpfen gegen den neuen Super Vegetto Blue. Vegetto Blue. Und es gibt Z-Hard die Stage und Super 2. Wir machen sie heute auf Super 2. Es sind natürlich neue Medaillen. Er ist in gewisser Art und Weise durch seine eigene Passive des Events tanky und macht viel Schaden. Aber Charaktere, diese folgenden Charaktere annullieren, deaktivieren seinen Passive Skill und machen mehr Schaden gegen ihn. Wir kämpfen in der ersten Runde gegen Strength Type, Physisch Type, dann zweimal Tech. Das ist dann der neue Vegito Blue. Deshalb würde ich sagen, nehmen wir ein Super Intim. Ja, wir werden wahrscheinlich in der Physisch Runde ein bisschen Probleme haben. Aber da wir ja Gogeta haben, wird das dann auch nicht so schmerzhaft sein, denke ich, hoffe ich. Ihr könnt da natürlich auch mit jedem anderen Kategorie-Leader-Team, falls ihr eins zur Verfügung habt, könnt ihr da auf jeden Fall reinbrettern mit. Da habt ihr die besseren Chancen, beziehungsweise habt ihr es leichter. Aber mit dem Super-In-Team sollte es auch gehen, weil wir in den letzten zwei Runden dann Typenvorteil haben. Also, let's go. Man braucht natürlich 77 Medaillen des Events für das Awakening vom neuen Vegito Blue und vom Trunks. 35 wie üblich für die Nebencharaktere. Ja, schauen wir mal, was hier abgeht. Bin auf jeden Fall gespannt auf sein Event, wie stark vor allem Vegetto Blue ist so als Gegner. Falls ihr das Video zu Rosé nicht gesehen habt, da habe ich auch ein Dokken Event schon gemacht, beziehungsweise das Dokken Event die neue Stage gemacht. Könnt ihr euch gerne angucken, wie Rosé, was er so drauf hat. Er ist auf jeden Fall auch ein guter Gegner. Bei Vegetto Blue schauen wir mal, was unser Dude im Petto hat. Und das Interessante ist, direkt der erste Gegner, vielleicht kann sich ja ein oder andere denken, in der ersten Runde kämpft gegen den Strength-Type und es ist Vegetto, also ist es... GG? Der zukünftige Ella Vegito quasi ist in der ersten Runde unser Gegner. Schon ein bisschen witzig. Warum witzig? Weil wir wissen, eigentlich sollte ja dieser Dude, was heißt eigentlich, er ist schon in Global, in JP kommt er noch, am 10. Januar war das, glaube ich. In Global kommt er, seine Theo-Version, was heißt Theo-Version, die Potara-Ohrringe, Medaillen werden ab Neujahr zur Verfügung gestellt werden. Und dann müssen wir mal gucken, ob man ihn dann schon zum Theo machen kann, weil in der Mission nur bis jetzt dato 21 Medaillen gelistet sind, der neuen Potara-Ohrringe. Wobei es auch wirklich sein kann, dass wir sie über, also weitere über den Barbershop kaufen können. Aber wir wissen dann zu Neujahr mehr. Und nice. Elagoan hier quasi mit seinem Schaden, den er so oder so macht. Ich denke, die schwerste Runde wird wirklich gegen den Physisch-Typen, weil wir Typen-Nachteile haben. Aber so diese Runde überstanden haben, sollte es auf jeden Fall besser gehen für uns. Sollte es auf jeden Fall besser laufen. Alles klar. Und wir haben schon Double Gogeta. Das ist sehr gut. Guck mal, ob der Friends Gogeta irgendwas drauf hat. Orbs oder so. Nö. Gar nichts. Dann machen wir das Ganze mal so. Zack. Wir müssen uns auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise schützen. Hier ist kein Tank, also würde ich mal sagen, da wir keinen Tank haben, also Piccolo nicht, lassen das Ganze mal Ghost Ash angehen, auf Nummer sicher. Die Runde müssen wir überleben. Dann haben wir in den nächsten zwei Runden wirklich einen Typenvorteil und das sollte einfach gehen. Man kann ihn nicht stunnen, man kann ihn ab jetzt nicht stunnen, habe ich gerade gemerkt. Bei Rosé war das so, dass man ihn nicht sealen kann. Vegetto Blue kann man nicht stunnen. Interessant, okay. Ja, wir hoffen... Ja, okay, Gott sei Dank haben wir Gogeta, wie gesagt. Er macht hier sehr viel Schaden. Das ist halt das Geile an ihm, an seinem Team vor allem. Aber Crit habe ich gerade überlegt, wer Crit hätte, das wäre bei mir... mein Boy Vegeta. Nur so Off-Rotation. Oh Gott, ich dachte, ich krieg so viel mehr Ki. War wohl nicht der Fall. Ich hätte vielleicht irgendein Item aktivieren sollen. Zumal Piccolo tanky ist und meine Jungs tanky macht, aber ob wir ihn jetzt schon down bekommen. Oh, da habe ich ihn unterschätzt. Unser Boy Piccolo, ja, sagt, ey, wait a minute, ich habe auch Crit auf Lager. Alles klar, ich nehme alles zurück. Danke, Piccolo. Und Guan sollte das hoffentlich beenden, trotz Typennachteil. Yeah, nice. So, und jetzt wird's ernst, jetzt macht er ernst. Jetzt kämpfen wir gegen den neuen Tech und haben wir Gott sei Dank den Typenvorteil. Aber wir sehen schon, wir können ihn nicht stunnen. Alles klar. Das Ganze merken wir uns auf jeden Fall. Wir lassen in der Rotation Gogeta, Vegeta immer. Jupp, Gogeta, Vegeta passt. Und Trunksere holt sich die ganzen Ki hier. Okay, sehr cool. Zack, zack, zack. Ich denke trotzdem, wenn wir nicht
Wir werden wahrscheinlich nicht den üblichen Schaden machen, weil wir ja seine Pesky, ja, da sehen wir es nicht deaktiviert haben. Oh, und die Ulti ist geil, schaut sie euch an. Er fordert uns heraus und dann zack, mitten in ins Herz. Die Ulti ist echt cool, die Ulti ist echt cool. Ja, wie gesagt, wir haben den Passive nicht deaktiviert durch einen gewissen Charakter. Wenn ihr natürlich schon den Strength oder so habt, ein Team bauen könnt mit ihm oder Vegeto Blue, dann nehmt ihr natürlich, könnt ihr auch die beiden Teams nehmen. Rosé gegen Vegeto zum Beispiel, er macht dann mehr Schaden und Vegeto Blue gegen das Rosé-Event. Aber bei uns ist es ja nicht der Fall, deswegen machen wir das Ganze mal vorerst. Piccolo können wir rausrotieren eigentlich. Yes, Piccolo können wir rausrotieren. Zack, machen wir so. Und jetzt die Key für Gohan. Und Piccolo, unser Boy, dürfen wir nicht unterschätzen. Er bekommt auch seine Key. I Reign Supreme. Let's go. Was hat Gogeta hier drauf? Ja, nice. Oh, er hat es überlebt. Lol, ich habe da gar keinen HP-Button mehr gesehen. Kein Funken. Aber ja, er hat es dennoch überlebt. Elegor nimmt das Ganze dann in seine eigene Hand mit 1 Million Schaden. Und nun kommen wir zum letzten Gegner. Jetzt wird es wahrscheinlich... Jetzt bin ich gespannt, was der Dude noch so drauf hat. Ob er uns in die Ecke drängen kann oder ob wir dank unseres Typenvorteils geschützt sind. Ich gehe auf Nummer sicher und heal mich auf jeden Fall. Wir haben keinen richtigen Tank im Team. Was heißt im Team in der Rotation jetzt gerade? Aber wir haben unseren Support-Charakter. Oh, der da wahrscheinlich ein bisschen viel einstecken muss. Gucken wir mal. Okay. Heißt, theoretisch könnt ihr ihn auch ziehen, Leute. Wir können ihn nicht stunnen. Ich glaube, ich habe kein Zeichensymbol gesehen, dass man ihn nicht zielen kann. Bei Rosé kann man nicht zielen und ihn nicht stunnen. So haben wir es wahrscheinlich geklärt. Ja, nicht stunnen. Symbol. Ja, nun, man kann ihn nur nicht stunnen. Also zielen könnt ihr ihn, theoretisch. In dem Intim, wenn ihr quasi auch ein Intim nimmt, super in. Oh, nice Ulti. Oh, die Ulti sieht geil aus, die Animation. Könnt ihr zum Beispiel einen Super Saiyan Bardock nehmen. Der hat ja, der ist ein Zieler vom World Tournament. Also der Int. Intelligence. Alright. Meisten Devs sollte Gohan haben. Yes, hat der Dude. Bekommt die Key, zack. Und machen das Ganze so. Okay. 40. Das hat unser Elegor. Boom. Let's go. Zack, mit dem Rückwärtssalto. Ja, okay. Also, Typenvorteil schützt uns auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr gut, dass wir das dann so gemacht haben über die letzten zwei Runden, dass wir dann den Typenvorteil haben wollen. Ten. Und da sind wir auf der sicheren Seite, auf jeden Fall, also mit dem Team. Nice, das freut mich. Dann machen wir auf jeden Fall das Ganze mal hier so. Gogeta geben wir die. Nicht vergessen, Piccolo bekommt, beziehungsweise Gogeta bekommt vom Piccolo Experience Fighters nochmal Angriff Boost. Deswegen habe ich sie so aufgestellt. Level 5 Dodge kicking in. Nice. Sehr cool. Zack. Runter mit dir. Additional Ulti. Blue Vegeta will das Ganze hier banden. Boom. Nochmal runter mit dir. Und er bandet es auch tatsächlich auch. Sehr cool. 7 Medaillen gibt es. 7 neue Medaillen. Nicht verwechseln. Das sind neue Medaillen. Nicht die alten Blue Vegito Medaillen. Demnach sieht das Ganze Event so aus, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen einen Like. Wie gesagt, könnt ihr da wirklich mit dem anderen Kategorie-Team rein auf jeden Fall. Oder es auch mit den Neo-Guard-Liedern probieren. Oder ganz klar mit den neuen Hero-Villain-Liedern, falls ihr sie habt. Ich hoffe es. Für euch, diejenigen, die da gepult haben. Anyways. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Haut rein, macht's gut. Peace.